Ich hoffe, ich träume von einer wunderschönen Blumenwiese. Kriegt das Kind jemand rein? Wer kann das denn sein? Guten Morgen an. Guten Morgen. Oh mein Gott! Was bist du? Bist du der Brunnengott? Ich nehme an, das war Vale, ne? Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Das war sehr merkwürdig. Ich werde nie wieder schlafen gehen nach diesem Bild. Wir spielen heute wieder Fire Emblem Engage. Ich gehe schon mal raus, weil wir gucken uns die Bandsachen am Ende an. Und ich laufe mal durch Somniel, einfach nur um meine Gedanken wieder ein bisschen hier frei zu bekommen, ne? Und dann können wir heute noch uns um das letzte DLC kümmern, ne? Kinder nach dem Plan. Hi Lucina, guten Morgen. Wie geht's? Wie steht's? So, erstmal ein bisschen frische Luft schnappen und entspannen. Und dann mal gucken, was uns hier noch so erwartet, ne? Sehr merkwürdig. Hier läuft ja gerade niemand rum. Da sind noch einige Sachen auf der Karte erschienen, die kann man ja mal einsammeln. Sehr merkwürdiger Morgen heute. Jetzt auch nicht. Irgendwas kommt mir so anders vor. Ich weiß nicht genau, was es ist. Kannst du mir sagen, was es ist? Ich weiß es nämlich. Okay. Noch nicht. So, haben wir alles eingesammelt, ne? Also können wir heute mal uns wieder um unsere Supports kümmern, ne? Ich habe eine Menge freigeschaltet. Ich habe eine Menge Bandgespräche freigeschaltet, ne? Das kann ein bisschen dauern heute. Einige meiner Charaktere, ja, guck ich mal halt an, sind ja echt mal rumgelaufen. Ich konnte ihm mal Geschenke geben, bis auf Rafael. Der hat irgendwie keinen Bock gehabt, aber die Mädels sind alle hier rumgelaufen. Den konnte ich alle Geschenke geben. Das ist gut, ne? Dann gehen wir Rafael mal hier mit Ivy ein kleines Gespräch. Ivy, ich habe gerade angestellt. Der hat mit der gesamten Welt geschafft eigentlich. Klingt ganz schön heftig. Und so stark ist er ja nicht. だが、それはもう叶わぬ。何より我の気が済まんのだ。せめて同じ存在である。お前にわびることで我の世界のアイビーにも届くと考えて。気持ちは理解できないわけではないけれど、私はどうしたらいいの？何も気にする必要はない。 我の自己満足に付き合うだけだ。具体的には？我に望みを教えろ。何でも叶えてやる。それが我の食材だ。ああ、分かったわ。
そこまで言うのなら何か考えておくわね。待っているぞ。遠慮なく、何でも言うがいい。Ich möchte deinen Körper. Was? Okay. Macht einen auf Superman, nimmt seine Klamotten vom Leibe, reißt seine Klamotten vom Leibe. So, wir haben Mauvier und Celestia. Mal gucken, wie das hier abläuft, ne? Gibt's hier komische Verwechslungen? ゆっくりお話できたらって思っていたの。その声、話し方も同じだわ、全部。私の知り合いの名前。Sehr merkwürdig。なぜ泣く？ごめんなさい。あなたに謝りたかったの。謝る？何を？あなたを死なせてしまったことよ、モーブ。大切な家族だったあなたを、あの時無理にでもあなたの手を取っていれば、あなたを一人にしなければ。顔を上げてくれ。その謝罪は受け取れない。それは失った仲間への謝罪だな。だがそれは意味のないことだ。いいか、死んだのはここにいる俺ではない。Mein, schau mich an. Ich sehe komplett anders aus. Und klinge komplett anders und benehme mich komplett anders. あなたがあまりにも同じだったから、彼が戻ってきたのかと思ったくらい。気持ちはわかる。俺もお前を初めて見たときに似たことを思った。あなたの名前もモーブなのよね。そうだ。もう知っていると思うけれど、私はセレスティア。あなたさえよければ新しい友達として仲良くしてくれるかしら。ああ、セレスティア、これからよろしく頼む。よろしくね、モーブ。Alles klar. Also kein verwirrtes. Ah, du bist doch. Ich meine, das hat er, glaube ich, gesagt, ne? Hat, glaube ich, gesagt. Oh mein Gott. So, dann haben wir Butcherin und Goldmary. Ich kann mich gar nicht erinnern, einige von denen hier. Ach, weil die in der Arena gekämpft haben, glaube ich. Genau, ich tue jetzt immer in der Arena ohne aufpassen, ob ich genug Supports freischalte. そんなこと言わずに、ご覧ください。これが今日のお弁当です。Zwei belegte Brote。お魚を軽く炒めて、卵を絡めたものです。隣はお野菜を牛肉で巻いたものと、果物の盛り合わせ。月並みのお弁当で大変恐縮ですが、世界で一番愛情を込めて作りました。いや、結構だ。俺にはサンドイッチがある。失礼ですが、それだけでよろしいのですか？そんな粗食で満足できますか？できませんよね。さ、遠慮なく。食べないなら捨ててしまいますよ。それはもったいない。いただきます。Einfach ein auf Patrick Star gemacht. Ein bisschen. Ich kann sie echt nicht leiden, ne? Ich kann sie echt nicht leiden, ne? Ich hoffe, wir haben irgendwann mal einen Support mit ihr und irgendjemanden, sie einfach nur voll abgewiesen wird. So, ja, klar, was auch immer du sagst.
そこまでお約束いただかないと、これ以上は食べさせません。もうじゃあ、ゆうぎまんげんね。どうしたのです。お約束できないのですか。できないというなら、口から手を突っ込んで、今まで食べた分を引きずり出しますよ。 Als ob das irgendeinen Schaden machen würde. Komm schon, Butcherin. Du hast gekappte Verteidigung. Auch wenn es nur bei 18 oder so ist, glaube ich. So, dann haben wir mal Nil und unseren Hauptcharakter. Wort, weil ich gerade erst freigeschaltet. Nämlich ich ein paar Steine geschickt habe. 何か怒ってませんか、エル。もしかしてお説教でしょうか。似たようなものです。心当たりがないのがあなたらしいといえばあなたらしいですね。先ほどの戦いの最中、私をかばってくれたことに感謝ですが、その時に傷を負われましたよね。気づいていましたか。 でも大した傷じゃありませんから。大したことではなくても、痛いものは痛いでしょう。せめて手当てぐらいはさせてください。ありがとうございます。かつての神竜様もそうでした。そうやって自分が傷ついても平気そうな顔をして、私は大丈夫です。あなたは平気ですか？ Sehr viel mehr als ihr, sehr viel besser als ihr, so viel cooler als ihr. Ich bin die höchstgelevelte Einheit, geh weg. やっぱり 私とそちらの世界の私は似ていますか？何をいきなり。ずっと思っていたんです。あの世界であなたを失うわけにはいかないと私を助けてくれたことは本当に嬉しかったです。でもあなたにとって私は生前のそちらの世界の神竜と同じ存在なのでしょうか？ それは手当ては、これで終わりです。ともかく今日はもう休んでください。わかりました。また明日。おやすみなさい、エル。 Wenn ich meine Frage stellt, hat sie die Frage ausgewichen ist. Okay. Okay. Schon fast durch mit Eingreifer. Yunaka, Citrin. ユナカ、あなた、今度の町の会議で何をするのか。何の話でござるか。知っているのよ。あなたがブロディアの有力者が集う会議の詳細をかぎ回っていることは。ブロディアの国も民もみんな私の宝物。下手なことをしたらただじゃ済まないわ。 待ってくだされ。何か誤解されているのではないかと。そうかしら。そもそもあなた本当は何者なの？素性を偽っているわよね。それは答えられないわよね。だってあなたの正体はブロディアの暗殺者だから。私なんかに見抜かれると思っていなかった。100パーツ。 100パーツ。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 100
事なものを守るためなら私は鬼になれる。本気で危険を排除するわ。はい、覚えておきます。Das ist ja voll gemein, ne? Lässt sie sie ja noch zappeln mit der Information, ne? Das ist ja voll gemein. So, haben wir zwei Axtkämpfer. Kono Seiza, der jetzt war. Ato, dore dake tsuzukereba ii n dai? Zafia-san, okotoba tsukai ga.この星座というものはどれだけ続ければいいでございますですか？あと半時は我慢するでございますですの。礼儀を重んじる進化としてそのぐらいはできなくてはいけません。半時だと？いや、半時でございますですか？そんなに続けたら足がしびれて壊れてしまうですます。私にはもう無理だ。こんなことを続けるなら鍛錬に時間を費やした方が有意義だよ。悪いが礼儀作法は向いてない。やめさせてもらうよ。国への貢献は私の力で達成すればいい。お礼儀作法の勉強も普段の鍛錬と変わりありませんでございますです。できないからといって諦めるでございますですか？ザフィーヤさんの鍛錬にかける情熱には私一目置いていたでございますです。それがこんな方だったとはがっかりでございますですわ。もう少しだけ続けてやろう。鍛錬を引き合いに出されては逃げるわけにはいかないからな。それでこそザフィーヤさんでございますです。礼儀作法が私のためになるならばとことんやってやろうではないか。ここから急成長を遂げて驚かせてやるから覚悟しておけよ。Alles klar. Tut Panette die Rentner irgendwie ja auf den Nerven gehen. So, haben wir Nail und Vale. So, jetzt wird ja wohl Vale nicht irgendwie so sagen, so, oh mein Gott, du bist doch...Erstmal aus ihren riesen Pyjama rausgegangen. So, nani, ich küsse Tomo. Zugikara, wakigaruni, koyo, kakete, kudasai. Arigato. Elwa, Papa. Sombre, no kodomo, nanda, ja, ne? Anata, mo, jariu, no miko, da, to, kita, kara. Kini, natte, da, no? Anata, no, koto, wa, mobu, kara, kite, imas. Watashi, tachi, no, sekai, no, desu ga. Kibishiku, mo, totemo, yasashii, kata, da, da, to.そう言っていました。あなたの世界にも私がいたんだね。不思議な気持ちだよ。こうして話ができたのは何かの縁なのでしょうね。兄弟はもういないと思っていたから、他の世界の兄弟に会えるなんて夢みたいだよ。兄弟ですか？世界は違っても同じパパの娘だもん。だから姉妹として仲良くしたいな。それは仲間ではいけないのですか？私と姉妹は嫌かな。その気持ちは嬉しいと思います。ただ今はまだ実感が湧かないのです。長い間私の兄弟はラファールだけでしたから。Obwohl eigentlich doch, ne? Wollt Zwilling. Nicht Zwilling, meine ich. Okay. So, und dann haben wir Mich und Celestia. Celestia, heute ist der Mittag. Es ist die Zeit, die Zeit ist ein bisschen zu lang, aber...すみません、神竜様。みんなとお話ししていたら、うっかり忘れてしまっていて。そのうっかり、昨日もしていましたよね。
目を離すと2日も3日も食べないなんて信じられません。気づいてよかったです。竜族はみんなこんなものかと思っていたのですが、どうやら私だけのようですね。気をつけているのですが、ついみんなのことが気になってしまうんです。困っている子がいたら助けてあげたいし、悩んでいる子がいたら相談に乗ってあげたいし、この間も荷物の運搬を頼まれて大変そうな子がいたから手を貸していたら日が暮れて。セレスティア。はい、いただきます。どうしました？今食べているのは私だけですけれど、神竜様と一緒に食卓を囲めるのが嬉しくて、こうしているとお腹だけでなく胸まで満たされるような心地です。あら、神竜様、このスープとっても美味しいです。飲んでみてください。私は昼間にいただきましたから。それにそのスープはセレスティアの分で。遠慮しなくていいんですよ。こんな美味しいもの独り占めなんてできません。はい、あーん、ほら、あーん、わかりました、あーん。ブレどうですか、美味しいでしょう。はい、とっても美味しいです。Okay, das war irgendwie gegen Ende merkwürdig, glaube ich. So, und Madeline. Netzer Support für heute. Und dann noch eine Menge Band-Supporte. Hier ist es geradeaus. Ich möchte nur einen Schritt bewegen. Das ist ein Insekt. Was ist denn das, Madeline? Ah.虫ですか。可愛いですね。いいえ、このものはソラネルへの侵入者です。早く駆除しなければ神竜様やみんなに危害を加えるかもしれません。そんなことはないと思いますけど、マデリーンは虫が苦手ですか。騎士たるもの、どれだけ強大な相手であろうと恐れず挑むべしなのです。それが、こんな小さな虫を恐れるなんて、自分が情けなくて仕方ありません。武器を下ろしてください、マデリン。Nein, alle Lebewesen erfordern unseren Respekt. Warte mal, ist das eine Spinne? Töte sie! ですが、まずここは、こうしましょうか。えい、えい。Marienkäfer sind eigentlich auch einige der wenigen Insekten, die ich sogar freiwillig, weil ich nicht, anfasse oder so. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht wieso. 戦場ではあんなに勇ましいのに、まさか小さな虫に尻込みしているなんて。私は騎士です。そんな微笑ましい眼差しで見ないでください。 Ja, viel zu dicke Rüstung an, da kann ich rumzappeln. Sei nicht, sei nicht so schwachsinnig. Ich meine, sie hat Lin ausgerüstet, wodurch sie immer Geschwindigkeit bekommt, aber trotzdem. Ich stelle mir so vor, wie sie über das Schlachtfeld düst. So ein Ferrari. So.Ein gepanzerter Ferrari. So, aber alles erledigt, ne? Ich gehe dann wieder zum Brunnen für eine Opfergabe. Ja, wahrscheinlich werden nur 2 Sterne hier bekommen, ne? Aber was soll's? Boom. Warum schmeißt ihr immer unsere Rationen da rein?Ist sie überhaupt gut? 9 Kraft, Gewicht 8.
Die ist genauso stark wie eine Leichtlanze, obwohl meine Leichtlanze ist hochgeballert. Ist, glaube ich, mehr so wie so eine Eisen- oder so eine Stahllanze, ne? Ich glaube, die wäre sehr stark, wenn man die hochballern würde, ne? Ich habe noch kein Schwert. Ich nehme an, davon gibt es auch eine Schwertversion, ne? So im Sinne von, oh. Ja, mehr kriegen wir, glaube ich, nicht, ne? Bandgespräche habe ich auch eine Menge, ich glaube, sind so 12, 13 Stück oder so, ne? Aber die gucken wir uns später an. So, wer ist heute? Ja, sehe ich ja nicht, ne? Wer ist ja heute am Kochen? Ich weiß es nicht. Etty. So, Rafael ist die einzige Person, mit der wir noch einen C-Rang haben. Das heißt, mit ihm muss ich dann auf jeden Fall essen. Mal gucken. Ich glaube, er hat auch schon alle auf 10, ne? Ja. Wenn ich Alfred. Kartoffelpfannkuchen. Ja, jedes Mal. So, mein Gott. Haben wir so ein Blödes hier. Pfirsichkuchen. Ich möchte irgendwas, wenn sie gut ist. Damit es da auch bringt, ja. Vielleicht. Mal schauen. Die haben schon alle B. Na gut. Ich hätte lieber das hier, Pfirsichkuchen. Ja. Man bekommt der Koch nicht eigentlich auch irgendwie Supportpunkte? Endlich mal eine Ration dafür bekommen. So, dann gucken wir uns das ja auch noch an, ne, bevor er weitermacht. Dann haben wir jeden auf B-Rang mindestens. Das ist jetzt. ラファール。散歩日和だと思いませんか?おい。この前の我のことは覚えてないのか?言ったはずだが、我のことは放っておけと。ですが、ラファールとはお話ししたいことがたくさんありましたので、会いに来ました。胸を張って言うな。そんな顔しても可愛くないぞ。で、 話したいこととは何だ?ラファールの好きなものを嫌いなもの聞きたいことはたくさんあるんですが、エルが目覚めるまでのことを聞きたいです。向こうの世界で。面白くもなんともないぞ。ただ一人でずっと姉さんが目覚めるのを待っていただけだからな。手を握ってそばに ただ願っていた。目覚めてくれと、もう一度片割れとしてやり直したい。今度こそ姉さんを幸せにしたい。何より我の本当の名前を姉さんに伝えたい。その一心だった。今日目覚めなかったら明日には目覚める。そう願ってひたすら願い続けて。 気づけば千年の時が経っていた。確かに、unglaublich langweilig。そうだったのでしょうか。積み重ねた時間を長いと思ったことはない。それだけのことを我は姉さんにしたのだからな。だが、姉さんが目覚めた朝のことはよく覚えている。我に見せてくれた笑顔のことも、そこからここに来る算段をつけ。 今に至るわけだ。大した話ではなかろう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 。
そのお礼の言い方、エルにそっくりですよ。やはり片割れ同士は似るのですね。とても素敵です。ああ、バカにしているのか。我はもう行く。今の話は忘れろ。待ってください、ラファール。もっとあなたの話を聞いてください。うるさい。Jetzt küsst mich doch endlich. So. Okay. Gut. Jetzt haben wir alle auf B. Jetzt können wir schon auf Level A hier hoch leveln. Ich nehme an, ich werde noch genug Geschenke und so bekommen, ne? Und genug Möglichkeiten haben dafür. Na gütchen, dann geht es ja heute weiter und wir spielen heute das letzte DLC Kapitel. Sehr schön. Und wenn wir damit fertig sind, dann können wir endlich die Story mal fortsetzen. So, Gefecht auf der Weltkarte. Wo ist das? Ja, irgendwie komisch platziert. So, das göttliche Kapitel Heldeneiligtum. Wir wissen ja mittlerweile schon, wer es ist, ne? Circa 20 Runden. Mal schauen. Nicht, wenn ich was dazu zu sagen habe. Von der Insel, die im Himmel schwebt, wurde ein Armring gesichtet. Ich habe keine Ahnung, wie ihr Titel sein könnte. Irgendwas mit Prinzessin, glaube ich, ne? Haben wir schon gehört. Die einsame Erbin. Okay, vielleicht auch nicht. すごい。見たことのない雰囲気の場所です。まるで空の上の世界のような。仲間の気配が強くなってきてる。この辺りじゃないかな。あ、見つけた。幼き王女の腕輪だよ。どんな紋章師が宿っているのでしょう。仲間になってくれるといいのですが。答えよ、英雄のエンブレム。Interessante Musik. Atashi wa Embla Teikoku no Oujo, Veronika. Anata wa Embla? Dare? Atashi wa Shinryu desu. Hajimemashite. So, aber sie weiß ich gar nichts übrigens. Monshoushi Veronika. Oai dekite ureshii desu. Atashi ni aete ureshii. おかしなことを言うのね、あなた。おかしなことでしょうか。心からそう思っていますよ、紋章師ベロニカ。私たちと共に戦ってはくれませんか。あなたの力が必要なんです。共に戦う。私があなたの力になるですって、何を言っているのかしら。あなたこそ。Ihr werdet bald ein Charakter in Fire Emblem Heroes sein. Auch ihr werdet bald in der Gacha sein. Auch diese Quest wird super nervig, ne? この力があれば、異界の英雄を率いてアスク王国を滅ぼせる。アスク王国？Ist er nicht dann von den Hauptcharakteren aus Fire Emblem Heroes? 手駒としては悪くないわね。Ich glaube, sie ist auch eine Bösewichtin, ne? Ich bin mir nicht sicher. 何を言っているのですか？私から見れば、あなたも異界の英雄と同じ。Der Beschwörer ist der Spieler. Fire Emblem Heroes. Warte, Kudasai. Watashitachi wa mueki na tatakai wa nozomimasen. Atashi ga shitai kara sou suru no. Sa, hajimeru wa.
Okay. Aber sehr kurz und knapp. Aber diese Quest wird super nervig. Die wird alle Charaktere irgendwie beschwören, ne? Das wäre ehrlich gesagt ein cooles Finale so für die DLC-Quests. So. Ich kann nur 8 Leute mitnehmen. Verdammt. Okay, das sieht aus irgendwie wie Fire Emblem Revelations hier mit den fliegenden Inseln. Oh nein. So, hier haben wir Veronica. Fast. Hier. Das Emblem der Helden. Eine Prinzessin mit der Macht, Helden aus einer anderen Welt zu kontrollieren. So. So eine Axt, das ist eine Axt, ne? Okay, sie hat Hilo geschafft. Ein Stab von Emblem Veronica. Initiiert die Einheit den Kampf, kann der Gegner nicht kontern. Okay, sie hat aber nur Magieangriff, sehe ich gerade. Heißt KP und Staatseffekt bei allen Verbündeten. Radius 7 Felder und die kann das unendlich mal benutzen. Bei allen Verbündeten. Eine 7 Felder, okay. Eine mächtige Magie von Emblem Veronica. Die geht nach dem Kampf beim Ziel alle Staatsbunden für einen Zug. Okay, sie ist aber nicht so schnell, sehe ich gerade. AC Angriffskraft. Die können alle von 2-3. Hey, jetzt ist der Schlachtlevel. Warte. Sieht die Einheit einen Gegner mit höheren Level als der Einheit? Hält sie bis nach der Schlacht? Bis nach der Schlacht. Ah, okay. Es erhöht sich um 1, wenn die Einheit waren. Ja, das haben wir schon gesehen im DLC mit Rafal, ne? Eine weitere Aktion. Kann sich nicht bewegen. So tanzen. Oh nein. Ich würde eine Einheit nach dem Zufallsbetrieb. Das wird super nervig, ne? So, die Sache mit Veronica ist, ne? Ich weiß, wer Veronica ist. Ich dachte, ich weiß, wer sie ist, ne? Aber ich habe irgendwie, weiß nicht. Ich weiß nur, dass es einen Charakter in Fire Emblem Heroes gab, was irgendwie so ein Mädchen mit so grauen Haaren und langen Haaren war. Und so wie es ausschaut, ist sie das. Ich glaube, ich werde irgendwie so ein Bild irgendwie so hereinfügen. Ich habe mir jedenfalls eine Notiz hier gemacht. Und ich habe gedacht, das wäre Veronica. Deswegen habe ich jetzt nicht gewusst, wer dieser Charakter ist, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. So per Trailer und so. Aber anscheinend ist er der gleiche Charakter. Nur irgendwie, weiß ich nicht, da gab es irgendwie, weiß nicht, Buch 1, Buch 3 oder Buch 3 und 5 oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Dafür müsste ich Fire Emblem Heroes spielen, um das zu verstehen, nehme ich an, ne? Ich nehme an, das sind irgendwie so die Seasons in Fire Emblem Heroes. Aber ich weiß es nicht. Und ja, dementsprechend wusste ich mehr oder weniger schon, wer sie ist. Sie ist der einzige Charakter, den ich kannte hier. Den einzigen anderen Charakter, den ich noch kannte, war irgendwie so eine dunkelhäutige ich weiß gar nicht, wie man deutschen so. Oh, Diebe. So eine dunkelhäutige mit so Twin Tails. Also die sieht ein bisschen aus wie Severa aus Fire Emblem Fates, nur halt mit dunkler Haut und ich glaube pinken oder silbernen Haaren. Und das sind die einzigen, ja, und die drei Hauptcharaktere, ne? Also diesen blauhaarigen Typen, diese Blondine und Anna. Ja, das sind die Hauptcharaktere von Fire Emblem Heroes. Also die Charaktere kann ich als einziges. So, wenn ich die alle mitnehme, dann kann ich noch zwei andere Charaktere nehmen. Das ist nicht viel. Wir werden die Charaktere auch im nächsten Kapitel auch noch benutzen, ne? Weil da halt wir gegen die drei Bluthunde kämpfen, oder gegen die vier Bluthunde kämpfen müssen, ne? Ne, eigentlich nur noch drei, ne? Ne. Zwei, mein Gott. Nur noch zwei übrig. Also da werden wir auf jeden Fall auch noch benutzen, ne? So, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe ihr Mikaya gegeben. Das glaube ich auch nicht so schlecht, ne? Er kann heilen, sie kann heilen dann. Habe ich keinen Schützen mitgenommen?
Mein Gott, was mache ich hier eigentlich? So. Ich weiß nicht, wen wir mitnehmen. Ich habe ihr Corin gegeben, damit sie halt wieder Gegner festhalten kann. Magie 38. Ich meine, man muss nicht Schaden machen. So, Resistent 36. So, nehmen wir ein paar Nett und Citrin mit, würde ich sagen. Oh, ich kann doch 8 Charaktere mitnehmen, da gibt es nicht. So, welche Embleme sind dann nicht vorhanden? Roy, Sigurd und Erika. Und Lucina. Und die wichtigsten haben alle. Nehmen wir Kaya zum Heilen. Leif, Celica, Ike, Marv, Barlev, Lynn und Corin. Nehmen wir die beiden. Nee. Dann, nachdem wir die Charaktere im nächsten Kapitel auch noch benutzt haben, ne? Würde ich sagen, machen wir erstmal mit ein bisschen Pause mit denen, ne? Weil die anderen Charaktere müssen langsam auch mal leveln. Aber ich wollte die alle hochleveln, damit die ja im nächsten Story-Kapitel halt auch eingesetzt werden. Ich will natürlich meine DLC-Charaktere gegen die Bluthunde da einsetzen, ne? Um zu sehen, was da passiert, ne? So Dialog und also was. Aber danach gucken wir mal. Mir ist gerade aufgefallen, wie kommt man überhaupt dahin? Was hat der Aktivierungsfeld? Ja, weil sie ist hier irgendwie getrennt von allen Leuten. Naja, wir kommen gar nicht hin. Also nehme ich mal an, wir müssen hier drauf, ne? Aktivierungsfeld. Oh Gott, da muss ich wieder Charaktere. Oh Gott, wir müssen hier. Okay, ich sehe schon. So, wir haben hier Elfen nicht. Also wir bauen Heiler auf jeder Seite dann sozusagen. Okay, wen schicken wir wohin? Also dich müssen wir ja hier hinschicken. Ja, du hast. Wenn wir dich nach rechts packen, dann haben wir hier auch jemanden, der tanken kann. Ne? Dann machen wir am besten 2 Heiler auf jeder Seite, ne? Mindestens. 1. Hier haben wir, glaube ich, alle unsere Heiler, ne? Ja. Schicken wir dich hier hin. Dann haben wir genau 2 Heiler auf jeder Seite, ne? Ist, glaube ich, gut. Also meine Strategie wird dann sein, hier natürlich die Gegner ja abzublocken, ne? Zur Not kann ich ja hier in die Mitte gehen, ne? Und die Leute alle hier zusammen hinpacken. Ich kann Citrin hier hinpacken, dann kann sie ihn anlocken. Also solange keine fliegenden Einheiten kommen, ist das hier, glaube ich, easy manageable, ne? So. Ich meine, 54 Schaden, Mann. Hm. 42. Da kann ich natürlich Dings hinschicken, ne? Sie kann ich mit der Orkanaxt hinschicken, ne? Sie bekommt eine Menge Schaden von dem Typen, ne? 54. Das ist, obwohl er ist eigentlich auch nicht so viel, ne? Okay. Dann haben wir hier Axtkämpfer. Wir haben ja ein paar Schwertkämpfer. Wir haben nur einen Heiler, sehe ich gerade. Das kann irgendwie nicht sein. Na gut, da muss Gregory ja der Einzige sein, der heilt, ne? Okay, aber wir sind nicht so viele Magier, ne? So, ich weiß nicht, ob er sich bewegt. Aber wenn doch, dann haben wir sie hier. Sie ballert ihn einmal ins Gesicht und er ist weg.
Und die scheinen stationär zu sein. Sehr gut. Okay, das sieht irgendwie so aus, als würde mir das Spiel irgendwie Zeit lassen. Ne? Was ich nicht gut finde, weil letztes Mal haben wir ja gesehen, wie das abgelaufen ist, ne? Mit Chrom und Robin. Oh, dann fangen wir an, ne? 8 Charaktere, da ist so viel Freiraum habe ich hier nicht. Los geht's. Magiekanäle können mit Kanonen über große Distanz hinweg angreifen, gibt stets Acht auf ihre Reichweite. Die Gefahrenzone für Magiekanoniere unterscheidet sich optisch von der normalen Gefahrenzone, da wissen wir doch schon. Hey, ich bin auch hier. Sehr gut. Das heißt, sie kann uns auch nicht erreichen. Das ist immer gut daran, aber sie hört wahrscheinlich irgendwie... Sie hat wahrscheinlich alle möglichen Hellen uns zu rufen, ne? In der Zeit. Ja, müssen wir wahrscheinlich, ne? Emblem Veronica besiegen. Erstmal etwas Gacha spielen. Schon am Anfang des Parts. Und da kommen sie alle, ehrlich. Und jeder. Warte mal, was ist diese Reichweite? Was? Wer trifft mich hier von? Woher kommt diese Reichweite her? Wo kommt diese Reichweite her? Macht gar keinen Sinn. So, okay. Interessante Musik. So, wenn die beide auf mich losgehen, ne? Sie wird keinen Schaden nehmen. Sie wird Schaden nehmen, aber... So, was machst du, wenn du 41 mit Elfendonner? Ja, wird schon klappen. Na, lass mal den hier. Bin ich blind oder was? Nee. Warte mal, sie hat keinen Support mit ihr. Ja, wenn ich jetzt Sigurd hätte mit ihr, ne? Aber ich habe mal Abwechslung hier reinbringen, ne? Oh, eine Kriegerachse auch noch. Aber die sind ja zum Glück nicht so stark, ne? Schon fast sagen, wir bleiben so stehen, ne? Was hat der? Langbogen, 28. Das ist, glaube ich, super gefährlich, so, ne? Mach ich lieber so gute Violinstücke, ne? Wir sehen aber auch keine Magier sich gerade. Okay, du würdest. Nicht so viel Schaden machen, ne? 38. Doppelt sie nicht, ne? 38, das heißt 11 mal 2, ja. Ich würde sagen, ich bleibe hier einfach so stehen, ne?
Zug zu Ende. So. Boah, wäre so geil, wenn ich die so von der Karte schmeißen könnte, ne? Weil so ein Abgrund hinter denen ist. Machst du mich ins Feuer rein? Ja. Sag. Sehr gut. Sag. Okay. Irgendwie Highliner Nähe? Nee, ne. So, ich muss mich eigentlich nur um die Magier kümmern, ne? Ja, ich glaube, ich muss sie hier hinpacken, ne? Wie mache ich das hier, ne? Ich kann ihn erledigen. Machen wir das mal. So, nachdem wir die Bluthunde-Quest... Ich nehme an, wir kämpfen dann gegen die Bluthunde, ne? Nachdem wir die erledigt haben, machen wir so ein bisschen Pause von den Hauptcharakteren, von den DLC-Charakteren, ne? Haben wir genug von denen erstmal gesehen. Schaden machst du 41. Oh, ich mache den Finanzschlag fertig. Sag halt doch. Ja, ich habe glaube ich Treffer plus 15 jetzt gegeben, ne? Damit sie besser trifft. Glaube ich, weiß ich nicht. So, oh, sehr geil. So, du machst 41 Schaden, das ist nix. Das ist wortwörtlich nix. Warum machst du... Warum hat sie jetzt mehr Verteidigung? So, du hast eine Feuerlanze, ne? Ja. Natürlich wieder mit... Okay. So. Ich will nämlich den Magier gerne da oben noch... gerne angelockt lassen von Zitrin. So, du gehst auf sie los. Da ist jemand anders, ne? Und hier hat sich gar nichts getan, okay. Kann ich dich dahin packen? Nee, nee. Ich meine, was? Oh, du hast ein Kriegerschwert. Ich gar keinen packen. Die werden alle. Nee, er wird nicht. Nicht, wenn ich das hier einsetze. Oder das hier. Okay. Na gut, jetzt wenn man nur 8 Charaktere hat, da muss man nicht irgendwie, braucht man halt nicht ewig irgendwie für einen Zug, ne? Weil ich so viele Leute hier befehligen muss. Hey.
Oh, ich mache jetzt mehr Schaden gegen Drachenfluch. Sehr gut. Er sah jetzt gerade aus. Der lag jetzt gerade so wie hier ein Family Guy. Wenn irgendjemand in Family Guy irgendwie ausgenockt wird, dann liegen die auch immer so am Boden mit den mit ihren Armen so hinterm Rücken und so. Das sah jetzt irgendwie genauso aus. So. Okay, das sieht bis jetzt. Ich weiß, ich tue schon wieder hier voll drauf anlegen, ne? Aber das sieht bis jetzt echt chillig aus hier. Was soll ich treffen? Sehr gut. Stimmt, will ich auch haben. Kann ich das machen? Ja, ne. Ja, wahrscheinlich den hier machen. Ich liebe die Musik im Hintergrund. Sie klingt, als würde sie durchdrehen. Perfekt. Wir hatten Kopf an Kopf rennen mit Citrine und Gregory, weil beide so unsere Powerhäuser sind, wenn es um Magie geht. Ah, gehen wir mal hier hin schon mal. Wow. Guck mal, wie gut sie jetzt treffen kann. Habe ich eine Fähigkeit von Sigurd, ne? Ich dich so erledigen. Sofortpunkte sammeln. Mann, die geben mir Elixier, so für den Fall, dass ich nicht genug Heil habe, ne? Ich jetzt mal raten. Oh, du hast nicht genug Heiler mitgebracht. Hier, lass mir dir ein paar Elixiere geben. Aber Rafale hat fast gar nichts gerissen bekommen, ne? Jetzt guck ich mal den einer an, ne? Wow. Mach wohl immer platt. 40 Schaden mit Elfen Donner. So ein kaputt. Bewegen sich ja nicht, ne? Aus irgendeinem Grund. Komm mal den hier. Versuch mal bitte nicht zu killen. Danke. So, perfekt. Jetzt meine Charaktere, die noch Level 10 sind, auch noch hochleveln. Sie hat zwar überhaupt nicht nötig, weil sie
wenn sie so einen riesigen Angriffswert hat, ne? Ich bleib mal hier wegen Momente, genau. Das ist eigentlich gesagt, das ist ehrlich gesagt auch nicht schlecht gewesen, ne? Momente. Jetzt haben wir hier wieder das gleiche Problem. Schwer. Pff. Weg damit. Haha, hm? Ich habe ja gar keine Heilstäbe gegeben. Boah. Alter, was ist das denn? Boah. Ich habe vergessen, ihr Heilstäbe zu geben. Gibt's da nicht. So gehe ich hier gleich in die Mitte. Boah, jetzt habe ich meine Heilerin. Keine Heilstäbe gegeben, das gibt's nicht. Mach von Nike, werfe ich dieses Ding mitten in dein Gesicht. Was haben die sich bewegt? Oh, hier tut sich echt nicht viel gerade. Die bewegen sich nicht. Du hast eine Silberaxt, 48 Schaden. Komm du mal auf mich los. Sie ist ein Assistent, ne? Das kann ja auch angreifen. So, ich werde ich aber wieder mit einem Schlag erledigen können, ne? Nehme ich an. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin zu stark hierfür. Was irgendwie nicht sein kann, weil ich unterlevelt bin für diese Level, glaube ich. Ja, sind Level 13 und so. Ich laufe mit Level 11 Charaktere und so rum. Wo Level 11? Ja. Ja, finde ich gut. Die Treffer plus 15 bringt es auf jeden Fall. Ja, ich habe wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie nur 8 Charaktere mitnehmen konnte, ne? Deswegen habe ich wahrscheinlich bei einigen Charakteren so gesagt, ja, dir geben wir mal ein bisschen weniger Heilstäbe, ne? Oder ich war einfach nur doof, keine Ahnung. Ja, was geht? Alter. Alter, 9% Crit. Kannst aber wieder ein bisschen übertreiben, ne? Ah, jetzt kommen die alle. Warte mal. Krieg ich mit einem Schlag wieder weg. Ha! Genau das möchte ich sehen. Sehr gut. Kann wahrscheinlich auch sein, dass sie, weil sie wegen Ike jetzt so stark ist, ne? Ich nehme an, ich nehme sehr stark an, daran liegt. Vorher hat sie einmal litten, ne?
Ja, okay, deswegen haut sie jetzt wahrscheinlich alles mit einem Schlag weg. Nicht so viel Verteidigung und also was. Also, wer jetzt so schillig weitergeht, ist halt schnell vorbei, ja. So, du hast eine Silbergroßlanze, was eine Menge Schaden ist. Da warten wir lieber bis unsere Dings hier vorbei kommt. Madeleine. So, und dir muss ich den Heilstab geben. Ne, warte mal, nicht dir. Dir muss ich den Heilstab geben, damit du mal sie hier hochhalten kannst. Bleib mal da. So, oh, du bist hier hingekommen. Ah, schaffst du ihn zu erledigen? Ja. Was ist ja los? Was ist auf einmal los? Macht die Gegner alle voll platt. Er trifft jetzt auch Leute die ganze Zeit. Naja, ihm habe ich Buchposition 4 gegeben. Warte, gibt nur 10. Das gibt nur plus 10 Treffer. Also, das ist eigentlich auch nicht so viel. Er hat noch immer keine Geschicklichkeit gehabt, ey. Ich platzieren wir hier hin. Ich platzieren wir hier hin. Du heilst die Leute hier hoch und gibst Supportpunkte und so. Und die beiden Typen, die jetzt da stehen, die können wir jetzt eigentlich die ganze Zeit nur mit Dings abballern, ne? Mit ihnen ja. Ah, so schön wäre es natürlich gewesen, ne? Ah, wäre natürlich zu schön gewesen, ne? Aber ich kann hier hingehen. Ich kann hier hingehen. Ja, ein bisschen grinden habe ich so Gefühl. So, du mit dem Silberbogen. Kannst du immer noch stehen? Ja, okay, cool. Mal hochheilen endlich. So, ich überlege gerade. Du gibst mir mal deine Heilung, ne? Dann mach mal den hier. Dann warte mal. Also, sobald ich da in die Mitte reingehe, geht es wahrscheinlich wieder voll los, ne? Au! Du setzt mein Elixier ein, wie kannst du es eigentlich wagen? Der hat einen meiner Elixiere benutzt. Gibt's doch nicht, Mann. So, jetzt muss ich irgendwie dich mal anlocken. Na, guck mal her. Oh Gott, ich kann ja voll Support fahren. Weil er benutzt die ganze Zeit. Er verschwendet die ganze Zeit. Er benutzt die ganze Zeit hier seine Magie.
bekommt dann irgendwie ein Ding abgezogen, ein HP. Ich kann immer wieder daneben stellen und dann Support einsetzen. Also ja, zuerst ja. Ich würde sagen, hier liegt doch keiner mehr rum mit. Hier ist sogar keiner mehr mit Magie. Warte mal hier, Silberschwert. So, ich wollte eigentlich sie nach links schicken, damit sie hier einen Heilstab von meinem Hauptcharakter holt, aber das war. Warum ist denn der jetzt nicht dahin gegangen? Ich bin noch in Reichweite von dem Mann. Was habe ich jetzt extra dahingestellt, damit ich. Sonst gefällt es hier rüber, Mann. Ah, denkst du, ich würde nicht aufpassen, ne? Oh, mit ihr mal hier was platt. Dunkler Stein, 21. 84 Treffer, 86 Treffer. Boah. So. Elfendonner, du, ne? Weil sehr gut letztens funktioniert hat. Okay, oh, das gefällt mir nicht. Da sind zu viele Magier gerade. Nein. Ich muss ja mal kurz zurück. So, dann komm du mal her, ne? Wow. Das kann ich an wie Fire Emblem Musik, ey. Das ist ein bisschen an wie Olivers Thema von Fire Emblem Radiant Dawn. Dieser eine Charakter, der sein eigenes Kampfthema hatte. Der sein eigenes Opernstück hier hatte. Irgendwie so, ne? So. Ich sage jetzt mal, er haut hier alles kaputt. Daneben. Sehr gut. Level 17. Sehr gut. Kannst du langsam auch mal deinen Wert hier maximieren, würde ich sagen, ne?
So, was? Warum ist er auf einmal so stark? Also entweder ist diese Quest super einfach oder ich bin jetzt irgendwie viel zu stark. Ich bin die ganze Zeit sofort von hier fahren.